Nachdem die polnische Regierung die Beschränkungen entlang der Grenze zu Weißrussland gelockert hat, ist die No-Go-Zone, die letztes Jahr eingerichtet wurde, um Migranten aus Weißrussland abzuhalten, abgeschafft worden. Stattdessen gibt es jetzt einen 200 Meter breiten No-Go-Grenzstreifen. Die vom Tourismus abhängigen Anwohner beklagen, dass sich die Situation weiterhin negativ auf ihr Geschäft auswirkt. Die Informationen kamen einfach zu spät. Es wird keine organisierten Reisegruppen geben, die nach Białowieża kommen werden. Individualtouristen sind auch bereit, an andere Orte zu kommen. Juni ist keine gute Zeit, um Reisen zu buchen. Deshalb haben wir erwartet, dass das Ausmaß des Rückgangs groß sein würde. Aber wir haben nicht erwartet, dass es so groß ist. Es ist tatsächlich sehr schlimm. Die Menschen hier sehnen sich nicht nur nach Einkünften, sondern auch danach, normale Touristen zu sehen. Wsparcia ekonomicznego, ale również tego, żeby zobaczyć normalnych turystów. Laut Kamil Ziller hat sich die Situation für die aus Weißrussland illegal Einreisenden ohnehin nicht sehr geändert. Es sind so viele Dinge passiert. 30.000 Uniformierte hingen hier rum. Der Zaun für ein paar Milliarden wurde errichtet und die Leute, die kamen, kommen auch weiterhin. Es wurde ein Zaun errichtet, um die Menschen aufzuhalten, und wenn er funktionieren würde, wäre es der erste Zaun der Welt, der das schafft. Das ist unmöglich. Ein Beispiel von heute, vor 3 Stunden, eine Gruppe aus dem Kongo, 34 Personen. Nicht nur der lokale Tourismus leidet, auch die Natur wird in Mitleidenschaft gezogen. Das Ökosystem und die Wanderrouten der Tiere sind bereits stark beeinträchtigt. Man sollte die Mauer nicht mitten durch das UNESCO-Kulturerbe bauen. Stellen wir uns vor, wir hätten irgendwo eine Mauer durch Venedig oder um das Taj Mahal herum. Warum also machen wir das hier in Białowieża? Der polnische Grenzschutz gibt zu, dass die Situation noch nicht vollständig unter Kontrolle ist. Außerdem wird es noch ein paar Wochen dauern, bis die Mauer fertig ist, an der gebaut wird. Der Bau der physischen Barriere ist praktisch abgeschlossen. Die letzten technischen Arbeiten sind in einigen Abschnitten noch im Gange. Die Installation der elektronischen Schranke hat begonnen. Innerhalb von 60 Tagen soll eine elektronische Sperre gebaut werden. Das heißt, ein System von Sensoren, Kameras, Überwachung, und weitere 30 Tage werden für die Kalibrierung aller Systeme benötigt. Die Lage hat sich etwas beruhigt, obwohl ich betone, dass wir jeden Tag Menschen festnehmen, die die Grenzen illegal überschreiten. Aktivisten, die Migranten an der Grenze helfen, sagen, dass der Zustrom von Menschen nicht abgenommen hat. Allerdings nimmt die Zahl der verschiedenen Nationalitäten zu, vor allem aus Afrika.